Folge 2. Spikulen auf der Spur. Die Oberfläche der Sonne ist von Strukturen überzogen, die wie Nadeln oder Haare aussehen. Sie werden Spikulen genannt. Spikulen sind Gasströme, die von den Magnetfeldern der Sonnenatmosphäre eingegrenzt werden. Sie wurden im 19. Jahrhundert in Italien entdeckt. An einem heißen Sommertag wurde Angelo Secchi in der italienischen Stadt Reggio Emilia geboren. Er wollte Priester werden. Seine eigentliche Leidenschaft galt jedoch der Astronomie. Deshalb beobachtete Pater Secchi sein ganzes Leben lang eifrig die Sonne. Er machte viele Entdeckungen. Er untersuchte die Struktur von Sonnenflecken mit bis dahin unerreichter Genauigkeit. Er entdeckte die Granulationsmuster der Sonnenoberfläche. Er organisierte wissenschaftliche Expeditionen zur Beobachtung von Sonnenfinsternissen. Er fotografierte Sonnenfinsternisse und zeigte so, dass die Protuberanzen, die am Rand der Sonne zu sehen sind, tatsächlich zur Sonne gehören. In seinem Anwenden der Spektroskopie auf die Sonne war er ein Pionier. Spektroskopie? Ja, Spektroskopie. Mit dieser Methode bestimmen Astronominnen und Astronomen die Zusammensetzung, das Magnetfeld und andere Eigenschaften der Sonne. Dank der Spektroskopie konnte Secchi eine Art Haare am Rand der Sonne erkennen. Spikulen. Spikulen sind sehr schmale und lange Gasströme in der Sonnenatmosphäre. Sie haben Breiten von 500 Kilometern und Längen von mehreren tausend Kilometern. Ihre Lebensspanne ist sehr kurz, nur wenige Minuten. Ununterbrochen entstehen sie und verschwinden wieder. Es wird angenommen, dass es zu jedem Zeitpunkt Hunderttausende von Spikulen überall auf der Sonne gibt. Pater Secchi beschrieb diese Strukturen 1877 und nannte sie Prateria ardente oder brennendes Feld. Heute werden sie als Spikulen bezeichnet. Das Wort stammt aus dem Italienischen und bedeutet kleine Zacken. Aber warum sind sie überhaupt wichtig? Nun, die Sonne ist voller ungelöster Rätsel. Wusstest du beispielsweise, dass die äußeren Schichten der Sonne viel heißer sind als die Sonnenoberfläche? Die Temperatur in der Korona der Sonne misst mehr als 1 Million Grad, an der Sonnenoberfläche nur 6000 Grad. Warum, wissen wir nicht. Allerdings glauben Astronominnen und Astronomen, dass Spikulen jede Menge Energie in die Sonnenkorona leiten und sie so aufheizen. Um diese Idee zu bestätigen, brauchen wir Instrumente, welche die Magnetfelder in den Spikulen messen können, bevor sie wieder verschwinden. Das Europäische Sonnenteleskop wird es uns ermöglichen, Spikulen und ihre Bedeutung für die Corona-Heizung zu verstehen. Und zu guter Letzt werden die Träume von Secchi und anderen wahr.